Dieses Level ist wirklich kompletter Müll und damit, Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mario und Rabbids. Was für Mario und Rabbids? Ich bin durcheinander. Zu New Super Mario Bros. Wii. Dieses Level werde ich nie wieder in meinem Leben spielen und wir kommen zu einem Goldwood Music House. Keine Ahnung, was das bedeutet, aber da steppen wir doch mal rein. Ach ja, was müssen wir denn hier machen? Hit the block to mimic the song. Play with... Simon Says, nur mit Music. Wobei, ist ja, also... Ist ein bisschen schwerer geworden, aber noch immer gut machbar. Deswegen, ach, das ist ja easy entspannt. Oh yeah! Fühle ich's! Ey, das ist so innovativ, Mann! Nintendo, hört doch mal auf, so zu sein, wie ihr seid und macht mal sowas. Perfekt, dass ich das Mikrofon noch nachjustieren muss. Ich feiere das immer, wenn ich es in der Aufnahme mache. Das sieht für mich schon aus wie Boss-Level, genau. Leaf File Fortress. Die Herbstwelt hat mir bisher grafisch zugesagt. Naja, und der Rest war... Das ist bisher die schwerste Welt. Ich hasse dieses Spiel unfassbar. Wollt ihr, dass ich wieder munter bin? Lasst ein Like da. Das ist wichtig. Perfekt. Ach man. Ich bin aber auch komplett verloren in meiner Welt. Ja! Ganz genau. Und jetzt kriege ich das Damageless hin. Also hier wird Scam noch groß. Ich warte, bis die weg sind. Oh mein Gott. Hier ist jetzt bitte ein Item. Schade. Wir waren hier doch gerade eben schon. Ich bin lost. Ich wollte nur nach oben steppen, um zu gucken, was ich da finde. Die Musik ist geistes... Ich bin doch so dumm. Die Musik ist echt krass laut. Bitte. Ein Runner brauche ich wirklich nicht. Also, doch brauche ich, aber will ich nicht. Aber die erste Star können umso mehr. Ich ignoriere euch da unten. Alles ist okay? Oh, oh, oh. Das hätte auch miese schief gehen können. Das hätte mies schief gehen können. Es sieht hier aber noch nicht nach... Bro. Bro, what? Ah, okay. Oh, was ist denn da? Also, die Wandsprünge in dem Game sind schwammiger als SpongeBob. Was ist denn das? Ich habe auch Feuer, guck mal. Wupp. Nein, nein, sag nicht, man hätte da hochgemusst. Aber da komme ich doch so hin, weil ich ja ein Profi-Gamer bin. Wunderbar. Wir müssen aber sowieso nach unten. Und die Musik tut weh. Ich weiß nicht, ob ihr genau den gleichen Bass spielt wie ich. Wenn ich dran denke, nehme ich auf jeden Fall Bass raus. Aua. Oh, oh, hier müssen wir hoch. Ich fühle. Okay. Safe. Alle drei Starcoins. Wer bist du denn? Hä? Ich wusste nicht, dass es die in dem Game gibt. Sorry, aber echt nicht. Spring doch nicht so stupid. Mann, Mario. Bitte nicht tot. Da ist das Ziel. Mario. Okay. Safe. Aua. Dreimal auf die Herdplatte gefasst und es trotzdem überlebt. Wunderbar. Nächstes Level. Oh nein, nicht mal nächstes Level. Wir sind sogar durch. Uhu. Alle Starcoins? Oh, wir haben jeden Exit. Wenn wir eine Starcoin, weiß ich nicht, wie man da drankommt. Wir machen mal hier weiter. Nee, stopp.
Ich kann nicht exiten. Doch, doch, das ist schon Welt 2. Aber wir kommen jetzt von der anderen Seite und haben deswegen einen kürzeren Weg. Oder? Dann lass uns mal zurück in Welt 1 steppen und gucken, wo es dann da weitergeht. Zumal das hier ja auch Welt 2 ist. Ich würde sagen, wir schauen uns das erstmal an. Und sonst, ich habe es mir jetzt notiert, dass ich das auch ja nicht vergesse. So, ist das nicht der Mario Bros. U-Hintergrund? Ja, aber die Musik ist halt unübertrefflich von Mario Bros. DS. Lost. Daneben. Boah, 3 Hits with 1 Barrel. Oh! Scammer, Scammer. Einfach ApoRed geworden. Er kann mich blazern durch das Ding hindurch. Ich verstehe den Gedankengang nicht. Oder hätte es hier einen Yoshi geben sollen? Auf einmal ist die Musik... Ist die Musik bei euch auch lauter geworden? Ich habe immer das Gefühl, bei mir passiert was anderes als bei euch, aber tut es, glaube ich, meistens gar nicht. Das Einzige, was bei euch anders ist, ist, dass ich ein bisschen Bass rausnehme aus der Musik, weil man meine Stimme sonst gar nicht mehr versteht. Wobei aus meiner Stimme, beziehungsweise aus dem Mikrofon, muss ich auch ziemlich viel Bass rausnehmen, weil das dröhnt des Todes manchmal. Mann, ist doch gut. Da kann man hoch. Ja, und wie? Cool, dass es hier mal wieder nichts gibt. Run up. Hä? Wo bin ich hier? Waren wir hier gerade? Ja, doch, hier wurde ich von dem blöden Koopa getroffen. Ich kann den einholen und in den reinrennen. Oh, oh, okay, wir haben was gefunden. Nice one. Truste nie, wo wir rausgelassen werden. Das neue Team macht häufiger solche Sachen. Oh! Uhu! Okay. Ja, das war obvious. Wir werden geschossen. Oh, please. Jetzt aber gedroppt hier. Zack. Eine Fireflower. Ja, heißt aber nicht, dass ich hier nicht noch die andere Röhre teste. Ja, ja, ja. Da geht's jetzt nämlich rein, da ist die Starcoin. Nein, okay. Oh, das wäre mies. Imagine, das wäre mies gewesen. Diese Röhre ist way... Lol, das ist eine Höhle. Also, die ist als Höhle deklariert. Oha. Oha. Da war der... Ich feiere diese unsichtbaren Blöcke gar nicht. Da war der Meister wieder am Werk. Das ist innovativ des Todes. Nein, das kannst du mir nicht. Oh, run up! Hier komme ich jetzt auch nicht mehr rein. Oh, wir sind schon am Ziel. Oh, wusste ich nicht. Wusste ich natürlich, das war ja abzusehen, weil wir alle 3 Starcoins haben. Und ich ein Starcoin-Profi bin. Das führt uns zum Shop. Sollen wir in den auch mal hin? Komm, wir gucken in den Shop rein. Ich werde da zwar nichts kaufen, aber man kann mal gucken. Hello there. Lakitu hat sich verändert. Alle sagen das. Wer ist er denn geworden? Ich wusste. Ich habe das geschmeckt. Ich habe das so... Das haben so meine Geschmackszellen gespürt, dass das Level sein wird. Das. Nein. Zuerst mal noch ein Leben mitgenommen. Ich feiere diese Röhren im Hintergrund, die so ziemlich schwarz sind, dass man sie fast nicht sieht. Aber ich feiere trotzdem den Touch davon. Also die da unten sind ja mehr als das. Oh, die rote auch. Ja, ja, ja. Okay. Eben wie gesagt, rot ist sas. Bitte. Was ist das denn? Hä? Finde ich... Cool. Sag ich jetzt mal so. Hä? Keine Ahnung, was das ist. Das sind so Schokomuffins oder so. Keine Ahnung. Hä, aber wie cool, wie innovativ.
Ich sag viel zu häufig innovativ, sodass innovativ nichts mehr Spezielles ist. Aber wenn ihr seht, was hier abgeht, wenn ihr das mit dem normalen Game vergleicht, dann ist das ja einfach geisteskrank. For real. Das Wasser. Hier fließt Wasser lang. Das ist so geisteskrank innovativ. Also sorry, aber... Come on, guys. Ihr könnt nicht sagen, dass das nicht innovativ ist. Nee. Du kleiner Gurkenmann. Ah! Ich habe 3-5-mal springen gedrückt. Feier ich gar nicht solche Stellen. Aber ist okay, wir werden hier gleich wieder mit einem Item belohnt. Da entschuldigt sich das Game für. Und... Whee! Ich feiere das, doch. Doch, doch, doch. Oh, okay. Ich versuche den Verlauf zu verstehen. Ich hätte ganz gerne mal wieder eine Starcoin. Oder eine Versicherung, dass das Level echt so cool lang ist. Cool lang. Da unten ist eine Starcoin. Habe ich gerade wirklich gesagt, cool und lang? Mega cringe. Ich kann meine Feuerbälle throwen. Doch, come on, ist doch nice. Bitte nicht out of map. Okay. Das ist schon das Ziel. Uns fehlt die in der Mitte. No. Aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich habe keine Ahnung, wo die Starcoin ist. Ach, Mann. Das ist nicht so gut gelaufen. Machen wir weiter. Links ist 3-3 und rechts ist 3-4. Woher ich das weiß? Weil wir den krassen Secret Exit freigeschalten haben da. Hehe. Ja, ich kenne mich aus, ich bin ja Profi. Ein Underground-Wüsten-thematisiertes Level mit viel zu vielen Röhren. Und zwar so vielen Röhren und Manchern, dass nicht mehr feierbar ist. Ich wollte nicht weggeschossen werden. That was my intention. Ich wollte gucken, was sich hier befindet. Okay. Warte, das ist Hass. Das ist Hass. Das ist... No way! No. Oh, please. Nein. Okay, das war so knapp. Das war knapper als der Tod. Da gab es den nächsten. Nein, bitte. Bitte. Weg da. Tot. Tote Pflanze. Und hoch da. Mini-Röhren. Kein Mini-Pilz, bitte. Alles nur kein Mini-Pilz. Mach nicht Mario Bros. DS-like, bitte. Wir alle haben es gehasst, oder? Außer ihr, ja. Findet sowas immer amüsant, wenn ich leide. Ja, ist doch gut jetzt. Ja, aber das war absehbar. Weil die Röhre ist ein bisschen mit ihrer gelben Farbe auffällig. Keine Starcoin? Nicht euer Ernst, nicht euer Ernst. Wo denn dann? Oh. Okay. Oh, ich glaube, hiervon runtergedrückt zu werden bedeutet instant der Tod. Mini-Röhre. Bitte nicht. Das war cool, weil erst dachtest du, oh nee, wenn ich jetzt nicht treffe, ist die Starcoin weg. Aber ist egal, ob du triffst oder nicht. Du musst weitergehen. Das ist jetzt aber schon kleiner, hässlicher Gumba. Okay, da gehe ich weiter. Mit Gumbas will ich nichts zu tun haben. Gumbas sind die schwächsten, aber Müllgegner. Bitte nicht feuern. Essen, bitte. Ja, eine Blume zum Frühstück. Safe. Gönn ich mir. Zack. Njam. Iss. Die ist am auffälligsten, weil da ist die Pflanze. Nein. Da ist sie. Wundervoll.
Du Karottenesser! Okay. Ich glaube, es ist vorbei. Ich erleide jetzt den Tod. Ja, oder ich hole hier einen krassen Win raus. Nice. Leute, wenn ihr davon nichts verpassen wollt, lasst auf jeden Fall ein Abonnement. Da ist kostenlos. Und ihr werdet dann immer benachrichtigt, sobald ich ein neues Video hochlade. Dann verpasst ihr nichts mehr. Ist wichtig. Damit unterstützt ihr mich. Dankeschön. Machen wir weiter mit Cascade Shazam. Shazam? Shazam? In dem Level waren wir vorher schon ganz kurz drin. Waren wir vorher oder in der letzten Folge? Ich habe bisher zwischen den ganzen Folgen noch keine Pause gehabt. Deswegen, keine Ahnung. Ein Scrolling-Level. Ob das gut ist? Meistens eher nicht. Aber das finden wir gemeinsam heraus. Bitte nicht sterben. Oh! Kamerafahrten. XD-LOL-Roffel. Krass. Da wird durchgefeuert. Die kommt doch nicht mehr zurück. Ich sehe so wenig. Adidaha. Erste Starcoin haben wir. Und den Propellerpilz. Ich weiß aber nicht wofür. La la la. Oh. Okay, safe. Oh, nee, wollte ich nicht. So, ja. Checkpoint. Lecker, lecker, lecker. Hier sind Röhren abgebildet. Auf dem Checkpoint. Das ist cool. Ich feiere auch das, dass der Boden hier übergeht und dann ist es nachher kein Boden mehr. Man kann dahinter. Und damit stelle ich mir auch böse, böse Secrets vor. Aber mal gucken, was das so auf uns zukommt. Abgesehen von Scrolling meine ich natürlich. Weiß nicht, wo ich bin. Ich glaube beim Wasser, ja. Da ist ein Pokey. Guten Tag. Guten Tag. Bin wieder unterwegs. Kann man safe rein. Eine pinke Röhre. Und die sieht cursed aus, deswegen versuche ich gleich mal mein Glück. Aber leider, da runter kann man. Okay, man kann da so runter. Wundervoll. Wo bringt mich die Röhre denn hin? Wir haben alle drei Starcoins. Wäre nice, direkt zum Ziel. Schade. Hier stelle ich mich doch gerne hin. Ich feiere das aus in dieser Plattform. Ich weiß nicht warum, aber ich finde die so schön. Dieses Design. So. Die Musik ist auch richtig entspannt hier. Wir haben alles. Eigentlich dürfte hier nichts mehr passieren. Ja, Coins. Zack. Heißt aber auch, dass das Ziel jetzt gerne kommen darf. Wetten, in die letzte Röhre ging es rein, da wo ich es jetzt nicht getestet habe. Ich kenne noch mein Glück. Geht es denn hier hin? Zum Castle? Nee, zum Tower erst. Oh, Tower. Okay, Guys. Was uns in diesem Teil erwartet, sehen wir beim nächsten Mal. Wenn euch das Ganze gefallen hat, Like da lassen, Kanal abonnieren. Wir sehen uns. Ciao, ciao, Leute.